Hallo Leute, willkommen zurück bei Ben stellt vor. Ja, die mittlerweile zweite Aufnahme. In der ersten Aufnahme wüsste ich nicht, was Camtasia mir da verpreziert hat. Da hatte ich auf einmal nur 2 Minuten vom Video. Naja, was soll's. Auf jeden Fall sind wir auf Gesco LP und wir schreiben mal, was sie geschrieben haben. Und guck mal, was sie geschrieben haben. Let's Plays mit Skills. Haben wir eine Action, lustige und gute Let's Plays mit Gag und Yannick. Wir zahlen das nicht mal aus. Jetzt gibt es hier ein Let's Play Borderlands 2 und ihr könnt uns gerne mal abonnieren oder bewerten, wenn ihr wollt. Uploadplan ist Montag bis Sonntag Borderlands 2 und Far Cry 3. Wenn mal keine Videos kommen, nicht gleich aufregen, weil ich in letzter Zeit nicht zu viel Zeit habe. Viel Spaß beim Video gucken. Das Kanaldesign ist von Judo Gamer LP und Facebook würde ich euch gerne zeigen, kann ich euch aber nicht, weil das ist so eine Fährt mein Freund Seite, da sehen wir sowieso nichts, wenn ich nicht der Freund von den beiden bin. Und wir gucken mal aufs Kanaldesign. Ist eigentlich ganz schick, das Kanaldesign, nur diese rote Farbe stört mich. Also ich finde, das Rot passt irgendwie gar nicht dazu. Ansonsten ist es eigentlich ganz schick, gerade hier zu den beiden Sachen. Das Grün und das Blau passt das Rot einfach gar nicht dazu, meiner Meinung nach. Und ja, also gegebenenfalls das Rot einfach nur austauschen gegen, keine Ahnung, versucht es mal mit Schwarz. Oder ich weiß nicht, welche Farbe passen könnte, müsst ihr da gucken, welche Farbe passen könnte. Ansonsten eigentlich ganz schick gemacht, der Kanal. Und kann man eigentlich nicht drüber meckern, finde ich. Halt nur das Rote, das ist ein bisschen krass. Also das, ja, fällt ein bisschen in die Augen. Gut, ich würde sagen, wir gucken einfach mal in ein Video. Let's Play Far Cry 3, Part 25. Dann gehen wir halt dahin. Also so weit wie möglich fahren und dann. Ja. Oh. Was haben wir denn noch hier? Noch nichts. Aber bald haben wir auch Minen und C4 und. Ach ja. Das wird ganz lustig, glaube ich. Ich versuche mich jetzt mal bisschen nicht so mit Piraten anzulegen. Damit wir jetzt mal endlich was schaffen. Wird ja sonst auch langweilig. Ja. Alter, heftig. Was ist das Ameisenbär? Die Tapir. Lol, Tapir ist das. Ist ja geil. Können wir uns bald einen neuen Rucksack bauen, aber wie das auch heißt. Gut, so viel erstmal dazu. Was ich dazu sagen muss, ist, ja, er hat. Also das Commentary ist eigentlich ganz in Ordnung. Nur er wirkt noch ein bisschen sehr schüchtern beim Kommentieren, aber er hat auch geschrieben, dass es sein allererstes Let's Play ist. Von daher denke ich mal, das kommt noch. Also nicht unterkriegen lassen, ich denke mal, das kommt noch. Auf jeden Fall wirkt es noch ziemlich schüchtern, ziemlich ruhig. So habe ich auch mal angefangen. Also ich denke mal, das kommt noch. Dann die Videoqualität ist eigentlich in Ordnung mit 1080p. Ihr kennt ja meine Meinung, 720p reicht eigentlich, aber gut, wer 1080 machen will, der macht halt 1080. Die Tonqualität ist eigentlich auch ganz in Ordnung, nur dieses schüchterne Kommentieren, das ist ein bisschen, ne, nicht so gut. Aber an sich ist es eigentlich schon ganz okay, wie ich finde. Und, ja, der Kanal, das Rote muss weg, also das ist, ich persönlich finde das Rote schrecklich. An sich ist das Design ganz schön, aber das Rote ist schrecklich. Ja, und dann halt das Kommentary. Ich denke mal, das kommt noch. Also noch ein bisschen mehr Übung. Dann kommt das noch. Gut. Damit war es das auch schon wieder von Gesco LP für heute. War eine recht kurze Vorstellung. Und ich denke, ja, es ist ausbaufähig
in diesem Kanal, aber ich denke, das werden die zwei noch hinkriegen. Sind ja zwei. Und ich denke, das werden die zwei noch hinkriegen und deshalb nicht unterkriegen lassen, einfach weitermachen. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns bei einer neuen Runde. Ben stellt vor, heute war dran Gesco LP. Wenn ihr mögt, könnt ihr mal vorbeischauen auf dem Kanal von Gesco LP. Gut, ich würde sagen, wir sehen uns in einem meiner nächsten Let's Plays. Bis dahin, Leute, und tschüss, tschüss.